Heute startet hier in Köln das Projekt Dance for Respect. Ich bin gemeinsam mit Tom Trock heute hier und wir begleiten das an der Förderschule hier in Köln. Es ist wirklich sehr schön zu sehen, wie unser Team hier mit den Kids gemeinsam arbeitet und vor allem auch, wie viel Spaß die Schüler an dem Projekt haben und sich während der Workshops wirklich enorm weiterentwickeln. Ein tolles Projekt, das uns wirklich sehr am Herzen liegt.